Shalom Freunde, heute reden wir über Youngtimer. Youngtimer sind Autos, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, also bereits zu alt für Ollis und Michaels. Ab 30 Jahren ist es bereits ein Oldtimer, da man ab da eine Haarzulassung kriegen kann und ganz legal Steuer hinterziehen darf gegen eine einmalige Zahlung. Das Haar steht hier auch vermutlich für Hoden, vielleicht aber auch nur für historisch, was es nicht besser macht, da jemand, der über 30 ist, gerade sich überlegt, das Leben zu nehmen. Die 90er Jahre waren eine gute Zeit für die Welt, größtenteils weil ich das Licht der Welt erblickte. Für manche liefen die 90s jedoch nicht ganz so prickelnd. Zum Beispiel Buffalo tragende Teenie Snitches mit -A-Eutern, die mit einer Karen-Frisur einen auf wichtig machen, aber im Herzen doch einfach nur die nächtlichen Besuche ihres Onkels Hubert vergessen wollen. Das waren so ungefähr die Dilaras der 90er. Doch im Großen und Ganzen brachen die 90er Jahre ein paar Juwelen hervor. Und damit meine ich auch nicht das erste westliche Fahrzeug von Merkel. Ich meine beispielsweise den BMW, in dem Tupac abgeknallt wurde. Der BMW 7er E38. Allein wegen dieser Tatsache ist der Wagen dope und Flair wird in Zukunft bestimmt ein Lied mit diesem Titel rausbringen, wo es um seine Uhr geht. Abgesehen davon sieht er noch super aus und wird von BMW-Fetischisten als letzter guter BMW betitelt. Wenn sie so gut wären, würden sie ja nicht rosten. Denn genau das ist eigentlich auch das Hauptproblem, auch wenn es Artikel gibt, die das Gegenteil behaupten. Wenn man sich die Fahrzeuge auf Mobile anguckt, merkt man häufig kotige Stellen an der Karosserie, meist aber bei den günstigeren Fahrzeugen. Motor und Getriebe haben mehr Liebe als andere erfahren und laufen eigentlich auch gefühlt ewig bei normaler Wartung. Wirklich gepflegte Modelle kosten euch je nach Motorisierung im Schnitt locker um die 10.000 Euro. Wenn ihr Verstand habt, holt euch einen 728i, einer der robustesten Motoren von BMW. Ist allerdings mehr Herz bzw. Hoden vorhanden, tendiert zum 47i. Der hat V8 und macht Krach. Ein Oberklassefahrzeug ist immer vergleichbar mit dem fetten Kind in der Familie. Anfangs kann man es noch leiden, aber mit der Zeit werden die Gelenke schwach und es wird zur Last. Daher sollte man auch die Achsen und Bremsen begutachten. Das Wichtigste beim Kauf eines 7er BMW ist, dass es keinen Wartungsstau gibt. Das kann immer noch schnell teuer werden und wenn man sich entscheiden muss zwischen Unterhalt für die Kinder oder dem Auto, dann muss man nämlich ganz schön kreativ sein, die Entscheidung der Familie mitzuteilen. Außerdem sollte man noch auf Öl- und Kühlwasserverlust achten, auf die Elektrik und die Funktion der Klimaanlage. Wenn man diese Punkte betrachtet, hat man bereits die halbe Miete. Wenn zwei linke Hände vorhanden sind, dann solltet ihr anfangen, obszöne Beziehungen mit Mechanikern zu führen. Solltet ihr noch im Jahre 2021 einen Vukuhila cool finden und eine Vuvuzela-Symphonie als entspannt empfinden, so ist der Audi S4 B5 das Auto für euch. Audi hat nämlich einen 2,7 Liter großen Biturbo 6-Zylinder-Motor mit Allrad in das Ding gepflanzt. Das Ergebnis waren 265 PS und im Jahre 1997 war das in einer luxuriösen Limousine so unvorstellbar wie im Jahr 2021 keine Faxgeräte mehr zu nutzen als Regierung. Sondern wir wollen vorne mit dabei sein, wenn es um die Entwicklung neuer Güter, neuer Produktionsmöglichkeiten geht. Das war Fortschritt durch Technik. Audi-Fanboys würden ihre Mutter für diesen Wagen verkaufen und vermutlich sogar lecken. Auch wenn dieser Motor nicht als zuverlässig bekannt ist, bietet er enorm viel Potenzial für eine extreme Leistungssteigerung in der Hose. Die Probleme waren zwar meist auf die Vorbesitzer zurückzuführen, aber trotzdem sollte man sich die Sachen genauer anschauen, wie das Ladedrucksystem im Allgemeinen, Schubumluftventil, die Schläuche und so weiter. Einige klagten auch über Turboschäden, wohingegen andere auch bei 300.000 Kilometern auf dem Tacho noch den ersten drinne hatten. Auf Kilometer kommt es bei dem Auto also weniger an. Zündspulen, Lambda-Sonden, Kurbelgehäuseentlüftung, Krümmer, Drosselklappe, Kupplung, Dichtungen, Steuerleitungen zum Wastegate und Abgastemperaturfühler sind Sachen, die gerne gewechselt werden mussten. Wenn man sich also einen S4 kauft, sollte man definitiv nochmal den Kaufpreis in der Hinterhand haben, da dort nichts billig ist. Solltet ihr so schlau sein und eure Ehre sowie Kredibilität im Internet zu verkaufen, könnt ihr euch das Teil leisten. Ansonsten Pfoten weg, da dann nicht mal Low-Budget-Dorf-Jacqueline's euch den Rettich reiben würden. Man sollte es aber dann so sehen, wenn das Auto nicht startet, ist es ein Sicherheitsfeature, weil ihr so in keinen Unfall verwickelt werden könnt. Wer anders denkt, ist ein Pessimist und Querdenker. Da die Dinger selten sind, könnt ihr unter Umständen lange suchen, da kaum jemand die Dinger freiwillig hergibt in gutem Zustand und für das Geld könnt ihr eigentlich auch gleich einen neueren S4 B8 mit V6 Kompressor holen. Da kommt ihr auch locker flockig auf über 400 PS und das reicht, um mit Porsche und Elvern mitzuhalten. Da die Lara nicht die einzige ist, die gerne Sterne sieht, gibt es den Mercedes W140 als Coupé. Bereits damals wollte Mercedes sich die Asis als Zielgruppe aneignen, weil es damals schon hieß B-Säule Jock, also original mich. Zwar hatte Mercedes zu dieser Zeit eine Menge Probleme mit Rost, allerdings war die S-Klasse besser versiegelt als die C- und E-Klassen. Besserverdiener sind eben die besseren Menschen. Neue Felgen sind zwar ein Garant für Zuverlässigkeit, allerdings hat
hatten die ersten Modelle bis zur Modellpflege im Jahr 1994 einige Qualitätsmängel. Über die Jahre haben sich diverse BBW 140er Fetischisten es zur Aufgabe gemacht, den Wagen mehr zu studieren als den G-Punkt ihrer Frau. Als anfällig gelten daher die elektrischen Steuergeräte, das optionale Luftfahrwerk, Klimaanlage und manchmal sogar die Getriebe, wo eine Ölspülung nach 60.000 km wahre Wunder bewirken kann, wie bei jedem anderen Kfz aber auch. Das Coupé gab es zum Glück nur mit V8 und V12 Motoren, was eben zum guten Ton gehört. Daher blieben die Coupés meist auch von durchgebrannten Zylinderkopfdichtungen verschont, wie es bei den 6 Zylindern der Fall war. Der V12 war auf die Schnelle hingewichst, weil BMW auch einen 12-Zylinder rausgebracht hat und Mercedes unbedingt besser sein wollte. Demzufolge waren auch die ersten Motoren nicht ganz so sorgenfrei bis zum Facelift. Anfällig beim W140 ist auch der Motorkabelbaum. Die Isolierungen werden im Alter spröde, die zu noch mehr elektrischen Fehlern im Motorsteuergerät führen. 8-Zylinder-Motoren können verschlissene Hydroschlüssel aufweisen oder defekte Ölbrücken haben. Die Gleitschienen der Steuerkette sind bei 8-Zylinder-Motoren aus Kunststoff und können leicht brechen, wo die Steuerkette schlimmstenfalls umspringt und im Motorschaden resultiert. Ist das gemacht, kann man dann wieder aufhören, schreiend nachts aufzuwachen wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Superfettsack von Benz stand damals in der Kritik, weil er fetter als der damalige Bundeskanzler war, erfährt heute aber ein enormes Preissteigerungspotenzial. Auch hier ist es ratsam, sich als Laie ein Fahrzeug zu suchen, das keinen Wartungsstau besitzt, da S-Klasse-Fahren immer ins Geld geht, wenn was ansteht. Ich sehe immer eine silberne W140 Coupé die Straße runter auf polnischem Nummernschild mit gefälschten Doppelauspuff vor. Und das sieht aus wie ein Sarg, das von Gundulf aus Henningsdorf persönlich getunt wurde. Man muss für den Karton also was übrig haben und bereit sein 10.000 bis 15.000 Euro auszugeben, wenn man einen guten finden sollte. Mercedes und BMW haben damals für eine lange Zeit die Oberklasse im Alleingang dominiert, weswegen sie den Sandra-Lifestyle lebten und im Prinzip machen konnten, was sie wollten. Anfang der 80er Jahre dachten sich Toyota, dass sie das auch können. Sie haben sich also ein paar Jahre lang im Schrank versteckt wie Onkel Hubert und sind dann aus dem Nichts nackt rausgesprungen und haben alles auseinandergenommen. Die Rede ist vom Lexus LS400, das erste Luxusfahrzeug von Toyota. Toyota hatte damals eher kleine, günstige, zuverlässige und effiziente Clownfahrzeuge gebaut. Daher hatten sie auch viel zu viel Geld übrig, da die Amis nach deren Autos süchtig waren wie Sandra nach Koks. Um das zu unterbinden, hat die US-Regierung irgendwann ein Limit für das Importieren japanischer Fahrzeuge gesetzt. Weil der Yen gegenüber dem Dollar so schwach war und sie die Amis buchstäblich studiert haben, dachten sich die Toyota Boys, dass sie weniger Autos für mehr Geld verkaufen müssen. Es war zwar sehr teuer, den LS komplett neu zu entwickeln, allerdings konnten sie eine Menge Profit erzielen und waren noch deutlich billiger als die deutsche Konkurrenz. Es gab ein voll ausgestattetes Oberklassefahrzeug mit einem exzellenten Kundensupport auf einem Qualitätsstandard deutscher Oberklasse-Limousinen zu einem bezahlbaren Preis. Mercedes hat daraufhin den Preis ihrer S-Klassen in den USA um 10% sinken müssen und der Chefentwickler hat seinen Job verloren, weil er das Budget sprengen musste, um mitzuhalten. BMW bezieht stickte Lexus Preisdumping, weil sie nicht glauben konnten, dass sie noch Gewinn machen würden bei dem Preis. Cadillac hat sich damals sogar eine LS400 gekauft, nur um rauszufinden, dass sie so ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug nicht nachbauen können. Dieser Wagen hat einen der zuverlässigsten V8 Motoren, die je verbaut wurden. Fahrzeuge, die bereits 1 Million Kilometer haben, sind Standard heutzutage. Die Entwicklung allein für den Motor hat 400 Millionen Dollar gekostet. Toyota hat damals die besten Materialien verbaut und wollte nicht, dass nur ein Teil gleich ist wie bei deren sonstigen Kleinwagen. Da kaum ein Lexus-Enthusiast seinen LS400 verkaufen wird, muss man sich wohl oder übel einen aus America importieren und wird vermutlich um die 8000 Euro kosten. Wenn der so gut ist, warum gab es den dann nicht so häufig in Deutschland? Naja, er wurde nur für den amerikanischen Markt gebaut und in Asien erfuhr Lexus auch steigende Beliebtheit, während Europa bis heute nur eine unwichtige Sidechick namens Sandra für Lexus darstellt. Die USA und Asien sind eben die Hauptmärkte und dort schlägt sich Lexus bis heute sehr gut, weil sie einfach gute und zuverlässige Autos bauen. Wer will auch die Meinung hören von Ländern, wo einer von den BGs an die Macht will und Leuten ihr Haus nehmen möchte? Ganz genau, niemand mit gesundem Menschenverstand. Der durchschnittliche BMW M3-Besitzer hat in der Regel genauso wenig Menschenverstand. Ein BMW E36 genoss in der Vergangenheit einen sehr schlechten Ruf. Das lag daran, dass der E36 sehr billig zu kriegen ist und einige Zielgruppen es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, anderen mit ihrer Hommage an ihre gescheiterten Existenz das Leben zu vermiesen. Billiges Tuning von billigen Leuten war meist das Ergebnis. Außerdem waren M3-Fahrer bisher nie die Spitze der Vernunft. Ein M3-Fahrer kann sein Fahrzeug nicht einfahren, weil es nicht genug Spaß macht. Genau wegen so einer Denkweise gibt es Petitionen, die das Legalisieren von Crack fordern.
Was soll da einem schon passieren? Es ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich und Menschen würden bestimmt nicht auf die Idee kommen, sowas auszunutzen. Doch das ist keine Demonstration von Hippies. Wir beschäftigen uns heute mit den wichtigen Dingen im Leben. Autos und Mumus lecken. Der BMW M3 E36 wurde mit der Zeit immer teurer. Er ist teilweise sogar teurer als ein M3 der Nachfolgegeneration. Man könnte den Wagen jetzt schlecht reden, weil er rostet. Das SMG-Getriebe gerne ausfiel, das Fahrwerk gerne ausgeschlagen ist und die Warnos-Nockenwellenversteuerung teuer zu reparieren ist. Gerade weil ein M3 so ein sensibler Motor ist, sollte er gepflegt sein. Das heißt, der Vorbesitzer sollte keine perverse Drecksau sein, die Warmfahren für eine Verschwörungstheorie hält. In guten Händen und ohne SMG-Getriebe ist der M3 sogar ein zuverlässiges Sportfahrzeug und hat für die damaligen Verhältnisse Maßstäbe gesetzt und eigentlich alles nass gemacht, auch die Laras Mutter. Ein M3 ist immer eine Rarität und wird daher auch immer teuer bleiben. Die Vorgängermodelle von der BMW M GmbH haben es vorgemacht und sind heute fast unbezahlbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die heute genannten Fahrzeuge noch mehr im Preis steigen werden, ist also sehr hoch. Wenn ihr euch einen holen wollt, dann holt euch einen gepflegten und seht zu, dass ihr den irgendwo bunkern könnt. Räumt also euer Sex-Dungeon und stellt euch da ein 90er Jahre Eimer hin, egal was eure Domina dazu sagt. Bestimmt fehlen heute einige Fahrzeuge, daher könnt ihr die ergänzen und es gibt unter Umständen einen zweiten Teil, wenn ihr brav seid und Schlitz zeigt via Support. Noch gibt es einige Youngtimer, die womöglich künftig im Wert steigen werden, wenn sie gepflegt sind. Ihr könnt also euren zahnlosen Ehepartner verkaufen oder kauft billig und restauriert alles selber, wenn euer subjektiver Geschmack Hundekot ähnelt. Wenn ihr irgendwas heute gelernt habt oder eure Puperze gezuckt hat vor Lachen, dann like, kommentiert und teilt dieses Video. Abonniert den Haupt- und Zweitkanal und aktiviert die Glocke für mehr Cringe'n Talk auf Basis der Automobilindustrie.